Ich wollte mich und euch an eine sehr wichtige Sache erinnern. Und es ist sehr wichtig, dass wir alle genau zuhören. Warum? Weil das die wichtigste Sache ist in deinem Bewusstsein. Aisha radiallahu anha sagte, wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt wurde, ihr sollt kein Zina machen, nicht keine Unzucht treiben, die Menschen hätten weiter Zina gemacht. Wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt wurde, ihr sollt kein Alkohol trinken, die Leute hätten weiter Alkohol getrunken. Aber was hat die Menschen damals, die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was hat die dazu bewegt, als der Befehl kam, du sollst keinen Alkohol trinken, dass sie den Alkohol von ihren Mündern weggeschmissen haben und ausgespuckt haben und ausgeschüttet haben. Heutzutage, du hast viele Muslime, die sagen, ich habe Probleme mit Alkohol. Was hat diese Menschen dazu bewegt? Das, was als Erstes herabgesandt wurde, dass du weißt, was nach dem Tod passieren wird. Dass du weißt, du wirst deinem Herrn begegnen. Und was ist dann? Dann werden die Menschen getrennt werden. Was wird an diesem Tag passieren? Als Erstes, jeder von uns, der hier sitzt, wird sterben. Und er wird zur Verantwortung gezogen werden. Er wird vor seinem Herrn stehen. Und nichts wird ausgelassen. Nicht die kleinste Sache. Und das Buch wird übergeben. Und jede Tat, die du gemacht hast. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Was wird dann kommen? Was wird dann passieren? Was sagt er am jüngsten Tag über den Menschen, der hier gelebt hat? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Und wenn der ohrenbetäubende Schall kommt und das Horn geblasen wird, was ist dann? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُّ مِنْ أَخِيهِ. Ein Tag, an dem eine Person vor seinem Bruder flieht. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Und vor seiner Mutter und vor seinem Vater. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Und vor seiner Frau und vor seinen Kindern. Warum? لِكُلْ إِمْرِ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَأْنُهُ يُغْنِي. Weil jeder hat an diesem Tag genug mit sich selber zu tun. Warum? Wird die Hölle sehen. Wird herangebracht werden. Wird herangebracht werden. Wird die Hölle sehen. Yubassarunahum. Werden ihrem Anblick ausgesetzt sein. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idhim bibani. Sie werden ihn angekriegen. Und an diesem Tag wird der Ungläubige, der Mujrim, der Übeltäter, wünschen, dass er sich von dieser Strafe loskaufen kann. Mit seinen Kindern. Mit seinen Kindern. Warum? Weil der kann diese Strafe nicht aushalten. Der weiß, diese Strafe kann er nicht aushalten. Weil das Feuer der Hölle ist 70 Mal heißer als das Feuer, was wir auf der Erde haben. Und ich rede nicht vom Pizzaofen, ich rede von einem Vulkan. Ich rede von einem Vulkan. Wallahi, wenn wir dieses Bewusstsein haben und du weißt, dass der Tod jeden Tag kommen kann. Wie viele Menschen haben gesagt, morgen, morgen, morgen. Was ist mit den Menschen bei Tsunami? Er hat sich mit seiner Frau gestritten, geht an den Strand. Und auf einmal kommt die Welle. Er sagt, ja, wir werden es irgendwann vertragen. Vorbei. Wenn die Trunkenheit des Todes kommt. Vorbei. Vorbei. Letzte Chance. Was ist mit demjenigen, der in die Hölle reingeht? Der durch das Feuer geht? Der dort hineingebracht wird. Was ist mit dem? Was wird er sagen? Der wird sagen, noch einmal zurückkommen, noch einmal auf diese Welt kommen, noch eine Chance. Dann werde ich es anders machen. Du hattest doch 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre Zeit.
Alam ya'tikum nadhir. Ist zu euch kein Warner gekommen? Doch, der Warner ist, die Warner sind gekommen. Du hast es gehört. Wie viele haben hier gehört? Du sollst keine, man darf keine Freundin haben, keinen Freund haben, keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen. Muss das Gebet durchhaben. Wie viele haben das gehört? Das heißt, welche Ausrede willst du haben? Am Jüngsten wirst du gewöbt, gelogen. Hättest du gewollt, du hättest gemacht. Weil Allah hat nichts Schwieriges von dir verlangt. Guck mal, und ich gebe euch ein Beispiel und auf ein ganz wichtiges Thema kommen wir zu sprechen. Das Gebet. Nur das. Weil wenn jeder von uns heute hier rausgeht und sich vornimmt zu beten, dann werden wir uns inshallah ändern. Stell dir vor, guck mal, stell dir vor, ich sage zu dir, ich habe einen Job für dich. Du musst 50 Minuten am Tag arbeiten und dann kriegst du 1000 Euro im Monat. 50 Minuten Arbeit, 1000 Euro im Monat und du kannst die Arbeit sogar zu Hause machen, zumindest hier in Deutschland. Du musst nur morgens aufstehen, mittags, nachmittags, abends, nachts. Da wird jeder sagen, ja super, 10, das ist doch perfekt, ja kein Problem. Dann bete ich eben, lege ich mich danach wieder ins Bett. Aber nicht 1000 Euro, sagen wir 10.000 Euro, sagen wir 100.000 Euro, sagen wir 1 Million Euro für 50 Minuten Arbeit am Tag. Und du kannst die Arbeit zu Hause machen und du kannst sogar in Urlaub fahren, im Urlaub kannst du deine Arbeit auch machen. Wer würde diesen Job nicht annehmen? Jeder würde den Job annehmen. Jeder würde diesen Job annehmen. Also was ist das Problem, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, 5 Gebete hat Allah den Menschen vorgeschrieben bei Tag und in der Nacht. فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَا كَانَ لَوَحْدٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Und wer daran festhält, hat einen Vertrag bei Allah. Dass er ihn ins Paradies führt. Keine 100.000 Euro, keine 1 Million Euro, Paradies. فَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Und wenn er das nicht macht, hat er keinen Vertrag bei Allah. Wenn Allah will, bestraft er ihn, wenn er will, vergibt er ihn. Und der Wille von Allah ist hier nicht Willkür, wie einige Leute fälschlicherweise behaupten, sondern bei wem Allah mit seiner Gerechtigkeit sieht, dass er ihm vergibt. Alhamdulillah. Guck, Alhamdulillah. Das ist deine Arbeit. 5 Gebete am Tag, die dich verändern werden. Was hält dich auf? Du sagst, du glaubst an Allah. Du sagst, du glaubst an den Gesandten Allahs. Du sagst, der Gesandte sagt die Wahrheit. Wir sagen jeder Khutba, wa khairul hadi hadi Muhammadin. Die beste Rechter ist die Rechter von Mohammed. Wir sagen jeder Khutba, wa astakul hadithi kitabullah. Das wahrste Wort ist das Wort Allahs. Aber du glaubst deinem Arbeitgeber, wenn er sagt, du kriegst am Ende des Monats 1000 Euro. Aber Allah glaubst du nicht, wenn er sagt, er führt dich ins Paradies. Und was ist das Paradies? Ist das Paradies einfach, ja, 5 Wochen Urlaub im Club Med oder wie? Allah sagt über das Paradies, der heiligen Hadith, إِنِّي عَدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا عُذُّنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَعَ الْقَلْبِ بَشَرْ. Ich habe meine Rechtschaffdiener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Was hält uns auf? Hierfür zu arbeiten. Und zur selben Zeit rettest du dich vor der ewigen Hölle. Was hält einen auf? Das ist die Frage. Und hier eine sehr wichtige Warnung. Hier eine sehr wichtige Warnung. Das Nichtbeten ist eine Sünde, über die sich Ulama, die Gelehrten des Islam, uneinig sind, ob das Verlassen des Gebetes eine Sünde ist, die zur ewigen Bestrafung in der Hölle führt, oder ob es nur eine Sünde ist, die ungefähr auf einer Stufe mit dem Mord ist. Mord. Oder ob man für Ewigkeit in die Hölle geht. Warum? Weil Allah sagt im Koran, über die Leute in der Hölle,
dass sie dich fragen, dass sie gefragt werden, warum hast du in Messalakum fi Sakka, was hast du in die Hölle geworfen? Was denkt ihr, was die erste Antwort ist, die Allah im Koran erwähnt? Ist die erste Antwort, ja, wir haben nicht an Gott geglaubt, wir haben den Propheten verweigert. Die erste Antwort ist, lam nakum minal musallin. Wir gehörten nicht zu denen, die beteten. Wir gehörten nicht zu denen, die beteten. Das ist die erste Antwort. Die erste Antwort von allen. Was sagt Allah im Koran? Die Sura, die meisten kennen es. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Hudan lil-muttaqin. Alladhina yu'minuna bil-ghaybi. Und dann? Wa yuqimuna as-salata. Die zweite Sache nach dem Iman, direkt das Gebet. Und der Prophet s.a.w. sagt, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salata faman taraka faqad kafa. Die Vereinbarung zwischen uns, den Muslimen, und ihnen, den Nicht-Muslimen, ist das Gebet. Und wer es verlässt, wird ungläubig. Dann sagt der Prophet, und das ist in Sahih Muslim, zwischen dem Mensch und zwischen Schirk und Kufr liegt die Unterlassung des Gebets. Also was hält dich auf? Stell dir vor, jemand würde zu dir sagen, und der Prophet sagt, wer das Asr-Gebet verpasst, das ist so, als wenn er sein Vermögen und seine ganze Familie verloren hätte. Stell dir vor, dir würde jemand sagen, der Arbeitgeber würde zu dir sagen, wenn du morgen nicht zur Arbeit erscheinst, wirst du die Arbeit verlieren. Du wirst pünktlich kommen. In den meisten Fällen. Aber was wäre, wenn dir einer sagt, wenn du nicht kommst, jagen wir dein Haus in die Luft und deine ganze Familie geht drauf. Und die Arbeit ist einfach. Allah hat nicht von dir verlangt, 150 Kilo Bankdruck zu machen. Oder Marathon zu laufen, oder 10 Kilometer Waldlauf. Oder Triathlon, oder Schwimmen. Allah hat dir leichte Bewegung gegeben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'Allahu liman hamida. Und Sujud und so weiter. Leichte Bewegungen. Stell dir vor, jemand würde dir so einen Job geben, du würdest für so einen Job, für solche leichten Bewegungen 10.000 Euro im Monat kriegen. Hör mal, da würde man sich drum schlagen. Stell dir vor, morgen steht eine Annonce in der Zeitung, Sie müssen sich um 4 Uhr morgens müssen sich bei der und der Stelle bewerben, Sie kriegen für so solche Bewegungen kriegen Sie 10.000 Euro. Die Leute schlagen sich gegenseitig tot, um den Job zu bekommen. Ja, und du hast das mit dem Gebet. Du hast das mit dem Gebet. Ganz einfach. Jetzt ist die Frage, warum beten die Leute nicht? Gibt es meistens 3 Antworten. Also wenn einer sagt, zu faul, die Antwort, die lassen wir sowieso nicht zählen. Das geht gar nicht. Weil der ist ja auch nicht zu faul, sich am Wochenende schick für die Disco zu machen und mit dem Türsteher Palaver zu machen. Kann nicht zu faul sein. Also wenn man zu faul ist, sich vor der Hölle zu retten, dann können wir gar nicht mehr helfen. Ja, wie soll man dem helfen? Wie sollen wir einem Menschen helfen, der zu faul ist, sich vor der Hölle zu retten und der zu faul ist, sich mit einer einfachen Bewegung, die vom Herzen kommen muss, zu retten. Also die Ausrede zählen wir nicht. Erste Ausrede ist, ich arbeite. Warum lassen wir die auch nicht zählen, die Ausrede? Weil jeder, der auf der Arbeit arbeiten will, auf der Arbeit beten will, der kann auf der Arbeit beten. Glaub mir. Ansonsten verlierst du heute deinen Job, kriegst morgen einen besseren. Wir haben das nicht einmal gesehen, wir haben es dutzendfach gesehen. Dutzendfach haben wir es gesehen, dass Leute auf die Probe gestellt werden. Und Allah sagt es im Koran. Glauben die Menschen, dass sie sagen, wir glauben und sie werden nicht auf die Probe gestellt? Wir haben es dutzendfach gesehen. Dutzendfach haben wir es gesehen, dass ein Mann anfängt zu beten und der Arbeitgeber sagt gar nichts. Weil er hat vorher Dua gemacht, die Nacht sagt zu seinem Arbeitgeber, hören Sie mal, ich muss um die und die Uhrzeit beten und so weiter. Und die sagen, bitteschön, bete. Kein Problem. Wie oft haben wir das erlebt? Oder das andere, oder der andere Weg, der sagt, nein. Und der kündigt die Arbeit, der kriegt danach einen besseren Job. Glaub es mir. Und außerdem ist es ja nicht so, als wenn du alle 5 Gebete auf der Arbeit beten musst. Es gibt ja Wege. Das Gebet wird in einem bestimmten Zeitraum gebetet. Das heißt, das Morgensgebet, du hast Zeit vom Fajr, vom Morgengrauen bis zum Sonnenaufgang zu beten. Das wird in den meisten Arbeitsstellen sowieso nicht in die Zeit fallen, außer man hat Nachtschicht.
Und da kannst du mit Sicherheit irgendwie das Gebet schaffen. Das sind zwei Rakats. Jetzt sind natürlich einige Leute so, die kommen in irgendeine Moschee, der will gerade anfangen zu beten, die machen einen Fehler. Die legen dem direkt noch 50 freiwillige Rakats, legen die dem auf. Boah. So viel? 4 vor, 2 nach, 4 vor, 2. Ist alles schön. Aber jemand, der noch nicht gebetet hat, dem kann man damit sehr stark überlassen, der lässt es wieder sein. Wir haben es so oft gesehen. Leute, die kommen in eine Moschee, die sagen, wir wollen erstmal die Pflichtgebete beten. Dann sagt er in der Moschee, nein, das geht nicht. Entweder richtig oder gar nicht. Hey, was heißt gar nicht? Gar nicht heißt Hölle. Du musst das Beste geben. Und die Sunna-Gebete nicht zu beten, die Nawafil-Gebete zu beten, ist keine Sünde. Der Prophet hat gesagt, Khamsu Salawatin. 5 Gebete wurden vorgeschrieben. Nicht 50. Weil viele machen das falsch. Fang erstmal an. Halt dich erstmal an der Pflicht. Der Prophet, Allah sagt im heiligen Hadith, وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Der Diener nähert sich mir mit nichts, was mir lieber ist, als das, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Khalas. Das ist der Weg. Fang an mit dem, was Allah am meisten liebt. Also die Ausrede lassen wir nicht zählen. Die zweite Ausrede, das heißt, du wirst einen Weg finden. Genau wie die Frau mit dem Kopftuch. Sie sagt, ja, weil in Deutschland werden die Frauen mit Kopftuch sehr oft diskriminiert. Warum? Ja, eine Frau zieht sich in der Bäckerei das Kopftuch an. Ja, ich mache jetzt meine Religion raus. Wir wollen dich so nicht hier. Diskriminierung. Inwieweit hindert das Kopftuch sie an der Arbeit? Inwieweit? Sag, ne? So. Dann die zweite Ausrede. Ich bin zu schlecht. Ich mache so viele schlechte Taten, da kann ich nicht beten. Wir haben eben gesagt, das Gebet ist ungefähr auf einer Stufe mit Mord. Sagst jetzt, ja, ich bin schlecht, ich habe eine Freundin, ermorde ich jetzt noch jemanden. Jede Tat zählt. Aber Allah sagt im Koran, inna salata tanna anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, wenn du anfängst zu beten, dann wirst du von dem schlechten Weg wegkommen. Und wer sagt, ja, ich fange erstmal, muss ich mich reinigen, danach fange ich an zu beten. Das ist wie jemand, der eine eitrige Angina hat, geht zum Arzt, der verschreibt ihm Penicillin. Und da sagt er, ja, nein, das Penicillin nehme ich erst ein, wenn ich wieder gesund bin. Das Gebet ist dazu da, damit du gesund wirst. Dann, der nächste Punkt ist, er sagt, vielleicht höre ich auf. Ja, vielleicht fängst du doch jetzt an zu beten und stirbst nachher. Gehst hier gleich raus und bist plattgefahren. Deswegen, was ich jedem hier sage, ist, man soll, fangt alle an mit dem Gebet. Denn das Gebet wird euch zu guten Muslimen machen. Wird euch zu Leuten machen, die an der Religion festhalten. Und falls irgendjemand das Gebet nicht richtig kann, er soll anfangen, wir haben Bücher hier, wir können die ihm gerne geben. Und wir haben auch auf der Seite, und bitte verteilt die Seite und geht heute alle mal drauf, www.einladungzumparadies.de. Übrigens, inshallah wird die morgen ein ganz neues Design bekommen, inshallah, ja. Und dann verteilt die Seite, jede SMS, die ihr habt, verteilt die. Jede E-Mail-Adresse, die ihr habt, verteilt die Seite. Vielleicht kommt jemand zum Islam. Und wir haben dort auch ganz genau beschrieben, wie man betet. Das heißt, in der Zeit, wo du es nicht richtig kannst, fängst du an zu beten und du verbesserst dich langsam. Ja? Und wir können auch nachher noch einige Tipps zum Beten geben. Und deswegen, das sind die Worte, die ich sage. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.